So, guten Morgen, willkommen zu einer neuen weiteren Ankündigung, weil ich so enorm wichtig bin. Muss ich natürlich regelmäßig, also am besten stündlich, werde ich ab sofort ab Nachrichten, Neuigkeiten hochladen. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, was ich da stündlich reden soll, aber hey, ich dehne das einfach auf eine Stunde und lade dann 10 Sekunden Videos hoch. Hey, das würde ich mir sogar zutrauen. Egal, Karl, ich habe gedacht, hey, du könntest ja mal irgendwann wieder livestreamen. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja einfach meine Hauptprojekte live streamen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also bei Ambas, da weiß ich es. Vinuai lässt sich streamen. Bei dem Rest weiß ich es nicht. Das werde ich heute um 21 Uhr erstmal mit Warzone 200 rausfinden, weil der Vinuai irgendwas testen wollte. Dann werden wir das gleich mal battlen. Und danach werde ich Empire Earth 1 die Kampagne weiter aufnehmen und hoffentlich streamen. Wenn es nicht geht, würde ich es entweder nicht streamen, also Stream aufhören oder irgendwas anderes. Stream. Mal gucken. Spellforce werde ich auch noch herausfinden. Ich hoffe, ich denke mal schon, dass das geht. Das Problem ist, da ich ja teilweise irgendwann 3 Uhr nachts, morgens, 3 Uhr morgens natürlich, also ich bin ja schon immer früh aufgestanden. Ja, ich bin ja nicht etwa ins Bett, nein, nein, ich bin früh aufgestanden, natürlich. Ich stehe um 5 nach 12 früh auf, also 5 Minuten nach 0 Uhr stehe ich natürlich auf. Nicht, dass ich irgendwie um 5 Uhr ins Bett gehen würde. Nein, nein. Ja, und dementsprechend werde ich auch streamen. Das heißt, das werden recht interessante Streaming-Zeiten bei mir, glaube ich, werden. Oh, es ist nachts um 4 Uhr. Zeit zu streamen. Ja, ich werde bei so 2 Stunden dann halt immer streamen, wie ich halt immer aufnehme. Und für diejenigen, die das nicht gucken können, weil sie aus irgendeinem Grund um 4 Uhr nachts schlafen wollen, was für Versager, werde das Ganze natürlich weiterhin aufnehmen versuchen und auf YouTube hochladen, wie bisher. YouTube, hier, YouTube übrigens. Oh, mein Flashplay ist angeblich abgestürzt, sehr gut. Ja. Danke, Flash. Ich liebe Flash. Vor allem, wenn es abstürzt. Wo war ich? Ah, richtig. Es könnte natürlich sein, dass sich das ein oder andere Spiel nicht aufnehmen lässt oder ich mal kein Internet habe, aber halt trotzdem die wöchentliche Aufnahme machen möchte, dann gibt es keinen Livestream. Guckt es euch auf YouTube an. Ich werde das da immer noch hochladen. Sollte irgendwie mein Streaming-Dingsbums OBS mit Afterburner kollidieren, dann werde ich nur auf YouTube hochladen. Also das wird immer auf YouTube kommen, weil die Qualität einfach besser ist. Noch irgendwas. Ihr solltet einen 3-Mbit-Anschluss haben, wenn ihr das gucken wollt, denn ich werde mit 2,7 Mbit Upload streamen. Ich könnte natürlich mehr machen. Also vor dem Speedtest hatte ich was, 80 Mbit, aber ich fürchte, wenn ich 80 Mbit mache, können die meisten gar nichts mehr gucken bei mir. Ja, und ich kann den Chat endlich, yay, ich kann den Chat lesen und schreiben, weil ich einen Laptop habe, wie mir aufgefallen ist. Den habe ich erst seit ein paar Jahren. Ist mir aufgefallen, dass ich den hier habe. Kennt ihr vielleicht, wenn euch nach ein paar Jahren spontan auffällt, dass ihr irgendwas habt? Ja, wie gesagt, ich werde auch nicht jedes Mal ein Video machen, sondern einfach hier bei YouTube irgendwo eine Ankündigung. In Google Plus, keine Ahnung, wo das jetzt gerade ist. Ich weiß nicht, ich habe schon länger keine Ankündigung geschrieben und ich klicke mal da raus. Vor die ganzen Leute hate, die ich abonniert habe. Hate Delfine und Damon, das passt schon. Ja, das war's. Also um 21 Uhr geht's los. Perfekt, dass es jetzt 20:19 Uhr ist. Und ich nehme gerade mit Fraps auf, wie man hier sieht. Warum auch immer ich den Desktop gerade mit Fraps aufnehme und nicht mit Afterburner, ich habe keine Ahnung. Details. Ach, richtig, weil ich Afterburner nicht umstellen wollte. Verkonfiguriere nichts. Moment, ich habe eine neue Version installiert, habe keine Ahnung, ob die überhaupt richtig funktioniert. Sehr gut. Wird ein lustiger Livestream, heute mit Empire Earth 1. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Vinuai habe ich schon mal irgendwann kurz gestreamt oder getestet. Das sollte funktionieren. Und Spellforce, ja. Performance-mäßig, schauen wir mal, wie das hinhaut. Eventuell muss ich das Preset bei Dings noch 100 runterdrehen. Weil ich bei Empire Earth in-game ja meistens 300 Frames habe. Und streamen werde ich dann in der halben Aufnahmeauflösung. Weil, wobei, mal gucken. Man hat ja nur begrenzt Bitrate und Streaming kostet schon ein bisschen Leistung. Ja, also so 1280 mal 720 oder darunter. Empire Earth hat nur 1029 mal 1080 in-game. Da kann ich gar nicht mal eine volle Monitorauflösung fahren, weil es sonst immer abstürzt. Ach.
Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich werde die Videos auch speichern, allerdings ja, löscht das scheinbar Twitch trotzdem, auch wenn man das irgendwann permanent speichert, was ich mal gemacht habe, aber die Videos sind irgendwann verschwunden. Lustigerweise habe ich trotzdem 13 Follower. Ich habe erst Ende letztes Jahr eins bekommen, wo ich seit Ewigkeit nicht mehr gestreamt habe. Finde ich cool. Egal, Karl, das wollte ich nur sagen. Vielleicht kommt ja heute Abend noch jemand. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich bis hier das hochgeladen habe, ist wahrscheinlich, naja, schnell noch einen Coden hochladen. Ist wahrscheinlich schon 9, dann geht schon los. Egal, wie gesagt, ich werde dann immer eine Ankündigung Google schreiben und dann hätte ich erst Behauptprojekte irgendwann streamen um irgendwelche unmöglichen Uhrzeiten und dann mal gucken, was noch so läuft. Also ich werde es auf jeden Fall immer auf YouTube bringen, ob ich immer streame. Das sieht man dann. Ja. Egal, das war's dann. Ab nächstes Wochenende gibt es dann wieder reguläre Videos, wie ich hoffe. Und ja, so, auf Wiedersehen, bis dann.